Können wir jetzt schon mal schlafen? Es ist doch jetzt, glaube ich, Nacht 4 Uhr, nö. Eine Armbanduhr. Okay. Den 3D-Drucker hier. Der ist natürlich noch mal irgendwie. Der wird natürlich später noch mal hyper wichtig werden, denke ich mal. Sage ich jetzt einfach mal so. Und die Höhle ist natürlich jetzt absolut nicht tief. Ich glaube, draußen ist noch Stockenbooster, oder? Ich schlafe noch mal, ne? Mein Essen und so habe ich, ja. Ich würde gerne einen Tag haben. Ups. Ich schlafe noch mal. Ich muss auch. Essen gibt es hier natürlich nicht, ne? Komm, 1 Liter hier noch mal. Null. Okay, dann null. Nicht das Essen? Ein Gehirnstück? Oh ja. Was habe ich? Steakstück? Ja, okay. Erstmal kurz speichern, so dass ich jetzt nicht in die Nacht rein speichere, weil da habe ich jetzt gerade gar keinen Nerv drauf. 7. Das war jetzt wirklich kurz zu schlafen. Aber es ist hell draußen, das reicht mir. Okay, einen Augenblick. Okay, weiter geht's. Jetzt muss ich nochmal ganz kurz gucken. Okay, weil ich war gerade ganz lange weg. Hätte ja sein können, dass das Spiel jetzt trotzdem weiterläuft, irgendwie die Zeit. Das wäre natürlich mega unschön. Okay, jetzt renne ich erstmal straight. Weil jetzt gleich wieder. Hey! Nein, ich muss in die Richtung. Wieder schönstes Wetter, so an sich. Hier ist wieder ein Waterfall. Ich bleib mal unten. Wow, das sieht 1 zu 1 aus. Ja, nee, doch nicht. Nee, doch nicht. Okay, ich muss mal ganz kurz. Oh Gott. Das Eis. Falls sie denkt, das Eis kann sich nicht wirklich so anhören. Oh. Das kann unfassbare, merkwürdige Geräusche machen, wenn man da drüber läuft. Durch diese Spannung, die da ist, das ist unfassbar unangenehm, diese Geräusche, die das Eis produzieren kann. Sag ich schon fast. Okay, mehr kann ich nicht tragen. Okay, ich muss in die Richtung.
Mit ganz viel Glück kommt wirklich Calvin bald wieder zu mir. Ich hoffe es, wirklich sehr dolle. Irgendwann soll er ja dann angelaufen kommen. Habe ich halt mir mal ein bisschen was durchgelesen. Das Problem ist, ich konnte da jetzt nicht bleiben, weil jetzt kommen gleich da ganz viele hin. Und sorry, ich brauch dich. Ich brauch dich dringend sogar. Ist die, für was genau ist die Tech-Rüstung? So. Die muss ja auch einen speziellen Nutzen haben. Ich gehe mal von aus, dass man die später komplett braucht, um irgendwo reinzukommen. Würde ich jetzt mal sagen. Sorry, oh Gott. Ich weiß, das habe ich schon so oft, aber schon hart. Okay. Natürlich hier erstmal ganz schnell ausmachen. Ich weiß nämlich nicht wegen diesen rechtlichen Gründen, ob man das hören darf, so einfach. Huch. Huch. Nochmal hoch. Okay, cool. War jetzt leider nichts. Und wenn, ist es unterm Schnee. Das finde ich ein bisschen schade. Da sollten die vielleicht irgendwie nochmal frei bleiben. Es kann jetzt auch sein, dass ich gerade den Sound rausschneiden musste, weil YouTube gesagt hat, nö, mit dieser Sound nix. Ja, ne? Oh. Gar keinen Bock. Also, überhaupt gar nicht. Da kommt noch einer? Ich weiß es nicht. Also, ich habe das Gefühl, Lizards gibt's hier nicht mehr, wa? Sehr schade. Ich habe damals ja immer bei The Forest halt Lizards gefarmt bis zum Umkippen. Weil die halt Rüstung halt super gegeben haben und Essen gleichzeitig. Na, Calvin. Also bin ich. Calvin ist, glaube ich, erstmal not available für mich. Ah, es ist ärgerlich. Das stimmt mich schon etwas traurig. Weil er hat immer top geholfen. Aber gut. Jetzt gehen wir hier nur auf große Wanderung. Erstmal. Okay, I'm so sorry. But, ne? Ihr wisst. Okay, ich folge mal kurz dem Pfad, weil ich gehe mal stark von aus, dass ich auch hoch muss. Na gut, hier kann ich abkürzen trotzdem. Glaube ich. Ah ja doch, der kommt ja irgendwie echt steile Dingsies hier hoch. Das war auch richtig. Oh, hui, Leute. Wo sind sie gespawnt? Oh. Das ist ein roter. Oh, verflucht. Oh, verflucht. Oh, verflucht. Guten Tag. Guten Tag. Ja. Schön.
Guten Tag. Shit. Kevin, wo bist du? I need your aid. Da ist ein Baum. I run into the Baum. Die Insel ist gigantisch. Ich fühle mich jetzt auch nicht langsam, wenn ich jetzt hier so lang laufe. Ich fühle mich absolut nicht langsam. Aber bis ich hier mal irgendwo angekommen bin. Keine Ahnung, sowas halt. Das ist schon krass. Oh! Hier ist eigentlich Wasser. Ja, hier ist eigentlich Wasser. Oh, da haben die Entwickler. Oh, das. Oh. Scheint okay gewesen zu sein. Okay. Hier nicht, dass hier schon wieder so eine Buddelstation ist. Oh. Ich bin gerade so weggezuckt, ich habe mich gerade gestoßen. Mit dem Knie. Alter! Was ist denn los? Ah, die spawnen jetzt hier alle. Ich brauche mehr wie dringend. Die Schaufel. Okay, nee. Ich habe jetzt hier auch nichts so weiter gesehen. Außer meine Ausdauer schwinden. Die nur meine Ausdauer schwinden, das ist ärgerlich. Ich gehe mal von aus, ich muss in die eingeborenen Höhle rein. Und irgendwo finde ich dann da auch eine Schaufel. Aber so jetzt erstmal. Die Frage, hier Schlitten jetzt? Würde der Schlitten jetzt hier wirklich runterpesen? Das wäre cool. Das heißt, wenn man ganz weit oben ist, einfach hier runterballern. Das wäre natürlich cool, aber ich weiß es nicht. Ich weiß ja, ob mir das wirklich 1000 Hearts wert ist. Ich weiß es nicht. Aber ich laufe jetzt hier so irre. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, was ich hier gerade mache. Boah, ich habe keine Ahnung, ob das hier wirklich so das Wahre ist, was ich hier mache. Ich laufe jetzt hier erstmal kurz. Ich muss mir auch langsam, ich muss mich alleine bauen. Ich muss mir auch langsam mal wieder einen Unterschlupf bauen, aber natürlich auch wieder im Wasser. Ich habe auch schön viel getrockneten
also Tiere gefunden. Nicht getrocknet, sondern Tiere. Rohes Fleisch, so gesehen. Okay. Da vorne will ich hin. Ist das auch wieder zum Buddeln hier, oder? Ja, hier ist auch wieder zum Buddeln. Boah, das finde ich doch irgendwie nie wieder. Sag ich so, wie es ist. Oh nee. Sag jetzt nicht, das ist da unten, der Fluss. Bitte nicht. Der ist natürlich da ganz unten. Oh Leute, das ist doch jetzt. Scheiße. Ah. Wie komme ich denn da runter? Holy moly. Wie spät haben wir es denn? Ist ja 11 Uhr. Okay, ist noch alles gut. Ist noch alles im hellgrünen Bereich. Ich muss trotzdem sehen, wie ich da runterkomme. Das ist nämlich meine Trinkquelle. Und ich habe jetzt eben gerade so drüber nachgedacht. Ich habe mir eine Flasche gedruckt und die habe ich leider nicht befüllt. Das ist Premium. Natürlich mal wieder. Was ich hier mache, kann so hart into the Hose gehen. Aber ein echter Bergsteiger. Müsli. Okay, von hier kann ich nicht trinken. Wäre auch ein bisschen krass, aber ich hoffe, da unten, da wird es ruhiger. Ich hoffe auch leiser. Ja, sieht nur ein bisschen doof mit Bäumen aus, aber. Das ist ganz allein. Okay. Das könnte jetzt ein bisschen dauern. Ich meine, das ist momentan sehr eintönig, die Videos. Mir ist schon selber aufgefallen, wo ich die gerendert geschnitten habe. Dass ich momentan wirklich immer nur ein und dasselbe mache. Aber leider ist das jetzt erstmal so. Dass ich jetzt so gesehen laufe, baue, laufe, baue. Okay, ganz, ganz kurz. Das ist ja, das wäre mir viel wichtiger. Das ist gegeben. Stimmt ja. Trockengestellt im Wasser. Ja, was soll ich machen, ne? Rotten. Oh, okay. Habe ich scheinbar mal fallen lassen. Schade. Was ist das denn? Achso, das ist Rottenfleisch. Ich fülle gleich mal ganz fix das Wasser auf, dass ich das nicht irgendwie vergesse oder wenn ich angegriffen werde, dass ich hier wieder weglaufen muss. Yeah. Mag ich das mal ganz fix auffüllen. Bin ich halt auf der sicheren Seite. Oh. Achso, wahrscheinlich hätte ich ja
würde ich auf der anderen Seite stehen, hätte er wahrscheinlich das nicht gefüllt, sondern geleert. Ah, okay, gut. Mit Balken, wie voll die ist, das ist schön. Das ist auch die große Frage. Wie viel trinkt er davon? Und wird er davon komplett... Ja, sitzt undurstig, wie auch immer.